Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Planst du in Deutschland zu studieren oder hast du gerade mit deinem Studium in Deutschland angefangen? Als ausländischer Studentin hat man sehr viele Herausforderungen zu überwinden, wenn man hier sein Studium erfolgreich abschließen sowie die Regelstudienzeit möglichst einhalten will. Du musst dich sowohl in einem fremden Land mit einer völlig anderen Kultur anlegen, als auch in dem Unileben hier so schnell wie möglich zurechtfinden. All das erfordert viel Energie, Motivation, Fleiß und Ausdauer. Viele können am Anfang so einen Kulturschock haben, nicht nur im Leben, sondern auch im Studium, sodass sie ihre gesetzten Ziele nicht erreichen können. Du weißt ja vielleicht, dass das Studieren in Deutschland total anders ist als das Studieren in Vietnam. Nach einer Weile gewöhnt man sich an die Uni ein, aber bei einigen Dingen hätte ich mir gewünscht, dass mir das mal jemand früher gesagt hätte. Nach 3 Jahren im Bachelorstudium und 2 Jahren im Masterstudium konnte ich einige Erfahrungen sammeln, die ich jetzt an dich gerne weitergeben möchte. Ich hoffe, die folgenden Informationen und Tipps können dir den Einstieg in das Studium in Deutschland erleichtern. Also, los geht's! Ein typischer Bachelorstudiengang besteht aus einem Hauptfach, einem Nebenfach und einem Wahlbereich. In der Regel dauert ein Bachelorstudium 3 Jahre, das heißt 6 Semester. Im 6. Semester wird eine Bachelorarbeit im Hauptfach verfasst. Ich finde es ganz toll, dass Studenten in Deutschland die Chance haben, verschiedene Studiengänge auszuprobieren. Zum Beispiel, ich habe im Hauptfach Deutsch als Fremdsprache studiert. Im Nebenfach und im Wahlbereich konnte ich mir die Angebote von anderen Studiengängen aussuchen, wie zum Beispiel Musikwissenschaft, Medienwissenschaft, Erziehungswissenschaft und so weiter. Also es war mir sogar möglich, Fernstandungen von der juristischen Fakultät zu besuchen. Durch diese Fächerkombination kannst du sehen, wo deine Stärken sowie dein Interesse wirklich sind. Und ein anderer Vorteil ist, du verdoppelst die Auswahl der möglichen Masterstudiengänge und natürlich auch deine Berufschancen. Es klingt doch toll, oder? Aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Das heißt, es ist schwer, sich zu entscheiden, weil es zu viele Alternativen gibt. Vielleicht kennst du das von der Schulzeit oder der Studienzeit in Vietnam. Du bekommst zu Semesterbeginn einen festen Stundenplan. An den deutschen Hochschulen wird es jedoch nicht mehr vorgeschrieben, wann man welche Fernstandungen besuchen muss. Stattdessen müssen die Studenten ihren Stundenplan jedes Semester aufs Neue selbstständig erstellen. Ein Unileben erfordert daher die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, worauf wir in Vietnam meistens noch nicht vorbereitet wurden. Vor Erstellung des Stundenplans solltest du dich darüber informieren, welche Fernstandungen unbedingt besuchen werden müssen. Die Informationen dazu findest du in der Studien- oder Prüfungsordnung. Das sollst du dir überlegen, wie viele Fernstandungen du mindestens und maximal pro Woche besuchen möchtest und kannst. Erst Semestern ist zu empfehlen, sich den Stundenplan nicht so voll zu packen, denn dadurch könnten sie sich schnell überfordert fühlen und die Motivation für das Studium schnell verlieren. Als nächsten Schritt musst du dir die Fernstandungen aus dem Vorlesungsverzeichnis aussuchen, die du benötigst und die für dich interessant sind. Das Vorlesungsverzeichnis findest du meistens auf der Homepage deiner Uni. Hast du dich dann entschieden, musst du dich jetzt für die Fernstandungen anmelden. Normalerweise erfolgt die Anmeldung online über ein besonderes System. Beachte, dass du nicht für jede Fernstandung zugelassen wirst. Daher solltest du dich für mehr Fernstandungen anmelden, als die du wirklich belegen möchtest. Am besten meldest du dich für alle Fernstandungen an, die für dich interessant klingen. Es könnte oft passieren, dass du keinen Platz bekommst oder nur auf der Warteliste stehst. Trotzdem ist es zu empfehlen, in die erste Sitzung zu gehen, besonders wenn es eine Pflichtfernstandung von deinem Studiengang ist.
Für Studenten, die zwar für die Fernstudien zugelassen wurden, erscheinen aber nicht in der ersten Sitzung. Daher werden die Plätze an die Leute auf der Warteliste vergeben. Vielleicht hast du da die Chance, in die Fernstudien aufgenommen zu werden. Bei den Lehrfernstudien an der Uni handelt es sich meistens um Vorlesungen, Seminare, Übungen und Tutorien. Ein riesiger Raum mit Hunderten von Studenten. So kann man sich eine Vorlesung vorstellen. Der Professor steht in einem Hörsaal und hält einen 90-Minuten-Vortrag über ein bestimmtes Thema. Ein Nachteil einer Vorlesung ist, dass in der Regel viel zugehört, mitgeschrieben und wenig diskutiert wird. Ein Vorteil ist jedoch, dass es in einer Vorlesung keine Anwesenheitspflicht gibt. Wenn du denkst, du lernst besser allein mit Büchern, als in einem vollen Hörsaal zu sitzen, dann musst du auch nicht hingehen. Alle Schritte zu Vorlesungen werden oft online gestellt, sodass du sie zu Hause herunterladen und lesen kannst. Das Wichtigste ist, dass du die Klausur am Ende des Semesters bestehst. Eine andere Art ist das Seminar, welches in einer deutlich kleineren Gruppe stattfindet. Bei einem Seminar erarbeiten die Studenten gemeinsam mit dem Dozenten ein bestimmtes Thema. Um in den Seminaren Leistungspunkte zu erwerben oder Credit Points, müssen die Studenten oft Referate halten, Hausarbeiten schreiben oder Klausuren schreiben. Daneben bieten promovierende und wissenschaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls oft Übungen an. Meistens ist es eine Ergänzung zur Vorlesung. Die Inhalte der Vorlesungen werden dabei vertieft und angewendet. Eine Übung bietet auch Raum, um Fragen zu Vorlesungsinhalten zu stellen. Manche Fakultäten bieten auch Tutorien an. Hier können Studenten gemeinsam mit einem Tutor den Stoff einer Fernstudium wiederholen sowie vertiefen. Ein Tutorium ist in den meisten Fällen freiwillig, kann aber auch von einem Dozenten vorgeschrieben werden. Ein Tutor ist meist für einen Student in einem höheren Fachsemester. Oft finden die Lehrveranstaltungen in verschiedenen Räumen sowie in verschiedenen Gebäuden statt. Du brauchst einige Zeit, um dich an dem Unicampus orientieren zu können. Also informiere dich eine Woche vor Semesterbeginn auf der Homepage deiner Uni über die Raumpläne oder frag deine Kommilitonen, wenn du trotzdem die Räume nicht finden kannst. So kannst du ein wenig Hektik und Stress in der ersten Uniwoche vermeiden. Unitage können lang werden, auch mal länger als geplant. Es könnte oft passieren, dass du zwischen den Lehrveranstaltungen nur 15 Minuten zum Rauchwechseln hast. Vernünftig zu essen kann man als Student kaum. Am besten nimm genug Wasser und Essen mit. Ich hatte immer so eine Flasche Wasser im Rucksack. Auch Schokolade und Brötchen können dir helfen, den Hunger zu stillen. Am Anfang könntest du in den Vorlesungen oder Seminaren nur Bahnhof verstehen. Es liegt nicht nur daran, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist, sondern auch daran, dass du dich mit vielen Fachbegriffen auseinandersetzen musst. Hab keine Angst, wenn du in der Stunde gar nicht mitschreiben kannst. Vor jeder Sitzung werden die relevanten Materialien oft von den Dozenten online bereitgestellt. Lies den Stoff durch, um dir einen Überblick über den Themenbereich zu verschaffen. Beim Lesen hast du auch Zeit, die neuen Begriffe im Wörterbuch nachzuschlagen. Wenn du mit den Fachbegriffen schon vertraut bist, könnte das Hörverstehen in den Lehrveranstaltungen oft viel verbessert werden. Die relevante Literatur für eine Lehrveranstaltung kann man auch in einem Semesterapparat finden. Die Semesterapparate stehen in der Regel in einem Regal in der Bib und sind mit dem Namen des Dozenten sowie der Veranstaltung bezeichnet. Du kannst die Literatur da vor Ort lesen und kopieren, aber man darf die nicht ausleihen. Zu Semesterbeginn bekommen die Studenten von ihren Dozenten oft eine Literaturliste, die für die Lehrveranstaltung relevant ist. Wenn du dir die Liste anschaust, könntest du ein wenig erschrocken sein. Wie schafft man das,
innerhalb eines Semesters allein für ein Seminar 20 bis 30 Bücher zu lesen. Das musst du eigentlich nicht. Meine Dozenten gaben immer vorher die Texte an, die in der nächsten Sitzung behandelt werden sollen. Dann liest du nur diese Texte. Falls du noch mehr Zeit und Lust hast, kannst du auch andere Literatur lesen, um tiefer auf das Thema eingehen zu können. Die Literaturempfehlungen können dir später auch dabei helfen, Ideen für deine Hausarbeiten zu finden. Es fällt ausländischen Studenten unheimlich schwer, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben. Während deutschen Studenten bereits in der Schule die Arbeitstechniken beigebracht wurden, müssen wir alles von Anfang an lernen. Wenn du im Internet manchmal recherchierst, kannst du in ein paar Sekunden zahlreiche Webseiten finden, die Anleitungen bzw. Tipps zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit anbieten. Einer der wichtigsten Schritte ist, dass du ein Thema für deine Arbeit findest. Allein dieser Schritt könnte für jeden Studenten eine große Herausforderung sein. Schau dir die Literaturempfehlung von deinem Dozenten nochmals an. Verschaff dir einen Überblick über die Literatur in dem Themenbereich. Recherchiere im Internet, wenn es dir trotzdem nichts einfällt. Dann geh in die Sprechstunde von deinem Dozenten. Vielleicht kann er oder sie dir Rat bzw. Vorschläge geben. Studieren ist ein Vollzeitjob. Während der Vorlesungszeit hältst du vor einer Uni-Veranstaltung zur nächsten, kämpfst dich durch Skripte und Bücher. Nebenbei hast du vielleicht noch einen Studentenjob und musst dich um deine Wohnung kümmern. Wenn du dann noch eine Hausarbeit schreiben musst, bleibt wenig Freizeit übrig. Nach den Vorlesungen wird es nicht besser, denn jetzt kommen die Prüfungen. Jeder hat gleich viel Zeit pro Tag, das sind genau 24 Stunden. Was erfolgreiche Studenten von weniger erfolgreichen unterscheidet, ist der Umgang mit der Zeit. Zuerst musst du dir darüber klar werden, was du genau erreichen möchtest. Wie viele Leistungspunkte willst du in diesem Semester erbringen? Wann planst du ein Praktikum zu machen? Und so weiter. Dadurch bekommst du eine Orientierung im hektischen Uni-Alltag und konzentrier dich endlich aufs Wesentliche. Nachdem du die Ziele für dein Studium festgelegt hast, musst du lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Setz deine Zeit für die großen Aufgaben ein, die dich wirklich weiterbringen. Plan dir einen Tag im Voraus. Bevor du ins Bett gehst, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dir eine To-Do-List für den kommenden Tag aufzuschreiben. Dadurch kannst du fokussiert an deinen Zielen arbeiten und viel Zeit sparen. Das beste Zeitmanagement wird niemals funktionieren, wenn du mit der falschen Einstellung an deine Ziele herangehst. Wenn du von Anfang an negativ eingestellt bist und nicht an dich glaubst, wirst du niemals erfolgreich durchstarten und deine Ziele erreichen. Daher solltest du versuchen, bei jeder Aufgabe und in jeder Situation positiv zu denken. Wenn es dir am Anfang schwerfällt, dann versuch mindestens dich von negativen Personen zu distanzieren. Ich hoffe, diese Tipps können dir etwas nützlich sein und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Studium. Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir doch einfach in die Kommentare. Vergiss nicht, meine Facebook-Seite und meinen Blog zu besuchen, um noch mehr hilfreiche Tipps rund um das Deutschlernen und das Studieren in Deutschland zu bekommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!